felt a presence behind me, like kind of staring down at me, and it seemed very strange. Hallo, herzlich willkommen in meinem Kanal. Draußen geht das Coronavirus um. Ich bin in Quarantäne mit meiner Familie. Es ist eine Krisenzeit und in Zeiten wie diesen spielt häufig eine Rolle die Religion. Wie geht der Religionen? Was soll das sein? Nimmt man die Menschheit als Ganze, gibt es nicht nur die eine einfache Religion. Es gibt nicht nur das Zimmer im eigenen Oberstübchen mit der eigenen Gottesvorstellung. Die Geschichte der Menschheit zeugt von einer Vielfalt von Göttern. Es gibt sie seit zigtausend Jahren und in allen Regionen der Erde. Sie sitzen den Menschen in ihren Gehirnen und machen sich vielfältig im menschlichen Geist bemerkbar. Darum sage ich, es gibt eine Wohngemeinschaft der Religionen. Sie ist im menschlichen Geist zu Hause. Wie sieht das Gehirn aus? Alle, die sich jetzt wirklich auskennen, sollten jetzt nicht zuhören, denn ich versuche es ganz einfach zu machen. Das Gehirn, so wie man es kennt, wird von denjenigen, die in der Anatomie bewandert sind, in fünf Teile getrennt. Vier Teile sind das Großhirn, das man hier kennt, und ein Teil macht das Kleinhirn aus. Genauer gesagt sind es 10 Teile, denn alles gibt es doppelt, rechts und links. Aber bleiben wir bei 4 plus Rest, das ist schwer genug zu merken. Die 4 Hauptteile werden, ich finde diesen Namen nicht günstig und ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, als Lappen des Großhirns bezeichnet. Es gibt vorne den Stirnlappen, an der Seite den Schläfenlappen, oben den Scheitellappen und hinten den Hinterhauptlappen. Also Stirnlappen, Schläfenlappen, Scheitellappen und Hinterhauptlappen. Und dann fünftens gibt es den ganzen anderen Rest des Gehirns. Und wo ist jetzt da der religiöse Bereich? Tja, gute Frage. Denn man kann zwar einigermaßen sicher sagen, welche Teile des Gehirns zum Beispiel aktiv sind, wenn man etwas riecht oder auch wenn man etwas sieht. Es gibt zum Beispiel eine kleine Region im Gehirn, ein Teil der Hörrinde in den Schläfenlappen des Gehirns. Wenn die durch einen Schlaganfall zerstört wird, dann wird der Mensch unmusikalisch. Aber das Gehirnareal, die WG der Religionen, diesen Bereich haben die Gehirnforscher nicht so einfach entdecken können. Und jetzt im Folgenden erzähle ich eine Episode von der Suche nach der WG der Religionen. Die Schläfenlappenhypothese. In der Antike galt die Anfallskrankheit der Epilepsie als heilige Krankheit. Offenbar hatte man gemerkt, Leute mit Epilepsie hatten oft ein besonderes religiöses Sensorium. Als man im Laufe der Zeit des letzten Jahrhunderts begann, die elektrischen Ströme im Gehirn aufzuzeichnen, kam noch eine Erkenntnis dazu. Da fand man nämlich heraus, dass es vor allem eine besondere Form der Epilepsie war, die das betraf. Es waren die epileptischen Anfälle, die auf die Regionen im Schläfenlappen des Gehirns, also in der seitlichen Region, beschränkt waren. So kam man auf den Gedanken, die WG der Religionen sei in den Schläfenlappen des Gehirns zu Hause. Dann kam in den 80er Jahren der Psychologe Michael Persinger mit einer besonderen Idee heraus. Er ließ nämlich einen Helm mit elektrischen Vorrichtungen konstruieren, die von außen durch die Kopfhaut hindurch die Schläfenlappen des Gehirns magnetisch kitzeln sollten. Den sogenannten Gotteshelm. Persinger setzte Studenten, besonders religiöse Studenten, mit diesem Helm in einen dunklen Raum. Dann schaltete er den elektrischen Strom an. Und in der Tat,
Viele berichteten von rätselhaften Erlebnissen. Auf YouTube gibt es ein kurzes Video, eine Art Werbevideo, in dem Persinger einige Probanden die Sache präsentieren lässt. Jetzt zeige ich dir einen Ausschnitt aus diesem Video. This sound chamber that doesn't allow anything from the outside to come inside. And I start hearing voices. I start seeing things. Started with faces. There was a lot of faces, but distorted faces, moving kind of almost like seeing something through heat. I felt a presence behind me, like kind of staring down at me, and it seemed very strange. This presence was it wasn't frightening at all. It was very comforting, actually. It was like dreaming, but I was awake. Just like when you have a dream, sometimes you wake up and your dreams are just so, it was so real. I saw bright lights and I heard voices. Was that God speaking? Or was that Professor Persinger just flipping a few switches? Man sieht dort Persingers Probanden, ihre Erzählungen, was sie mit dem Gotteshelm erlebt haben, sind wirklich erstaunlich. Erzählungen von verzerrten Gesichtern, von Stimmen, die man hört, von einer besonderen Stimmung der Gegenwart. Teilweise auch Erzählungen von der Art, wie man sie aus Nahtodeserfahrungen kennt. Der Gotteshelm in der Kritik. Aber so eindrucksvoll diese Berichte von diesen Studenten sind, psychologische Experimente sind oft problematisch. Denn man hat auf Schritt und Tritt zu tun mit einem Problem, das man Suggestion nennt. Durch Suggestion von anderen sagen Menschen Dinge, die sie wahrnehmen, oder erleben sie Dinge, die etwas anders sind als das, was sie aus sich selbst heraus geschöpft hätten. In der Hinsicht sind auch die Erlebnisse, die die Probanden in dem Video berichten, verdächtig. Erstmal, weil sie so unterschiedlich sind, und dann, weil sie eben möglicherweise der Suggestion von Persinger unterlegen sind. So hat sich der größte Teil der Wissenschaft nicht von Persinger überzeugen lassen, als Forscher in Schweden versucht hatten, diese Berichte zu überprüfen und dann festgestellt haben, dass das Einzige, was dieser Helm ziemlich zuverlässig erreicht, einfach nur ein komisches Gefühl ist. So ist der Gotteshelm von Persinger heute nach allgemeiner Anschauung ein Holzweg der Wissenschaftsgeschichte. Und als in späteren Zeiten andere Forscher das Gehirn der Menschen untersuchten, zum Beispiel Gehirne von meditierenden Mönchen und Nonnen, zum Beispiel Gehirne von Christen, evangelikalen Christen, die den Psalm 23 rezitierten, fanden sie andere Bereiche. Teilweise, dass bei der Meditation der Scheitellappen sozusagen ganz ruhig ist, aber eine hohe Aktivität im Stirnhirn und im Hinterhauptlappen stattfindet. Und zum Beispiel, dass im vorderen Bereich besonders eine Aktivität existiert, wenn dort Psalmen rezitiert werden. Religion ist also etwas, was in verschiedenen Bereichen des Gehirnes beheimatet sein konnte. Religion und das Holz am Gehirn. Wenn man heute Forscher fragt, was der Ort der WG der Religionen ist, wo im Gehirn die Religion sitzt, wird man eine Antwort bekommen, die im Zusammenhang steht mit dem, was sich das Tollste am menschlichen Gehirn findet. Nämlich das Tollste am menschlichen Gehirn ist nicht einfach die schiere Größe. Das Gehirn ist für ein Tier von der Größe von uns Menschen außergewöhnlich groß. Wir besitzen 100 Milliarden Nervenzellen in unseren Gehirnen. Und man muss sich klar machen, jede dieser Zellen ist für sich wie eine eigene kleine Welt, die in Interaktion steht mit den anderen Zellen. 100 Milliarden, das ist schon eine erstaunliche Zahl.
Aber das Besondere ist die Struktur des Gehirns. Das Gehirn in sich hat nämlich eine relativ egalitäre Struktur. Wir besitzen kein Strickleiter-Nervensystem wie die Insekten, in der eine Oberzelle den unteren Zellen sagt, was Sache ist. Die Gehirnzellen sind nicht organisiert wie viele Gesellschaften, die eine fest verdrahtete Hierarchie haben, mit einem Kaiser oben, dem Adel darunter und dem Bürgertum darunter oder einem Papst oben, den Bischöfen darunter und dem Volk darunter oder einer Diktatur, wo auch ein Einzelner zu bestimmen hat, was unten bei den Menschen laufen soll. Beim Gehirn läuft es anders ab. Es gibt kein festes Zentrum. Das Gehirn ist, wie man so sagt, polyzentrisch. In unserem Gehirn herrscht eine Art von Pluralismus. Und die großen Projekte unseres Gehirns, das Bewusstsein, der Wille, der Charakter, ist nicht in einer einzelnen Region zu Hause, sondern ist eine gemeinschaftliche Sache, die im ganzen Gehirn verbreitet ist. Und so ist es auch mit der Religiosität, sodass die WG der Religionen nicht im einzelnen Gehirn des Menschen festzumachen ist, sondern etwas ist, was nur eine Vorstellung ist, die ich benutzen werde hier in diesem Kanal, um das Leben der Religion insgesamt zu beschreiben. Wo man sich über derlei Dinge informieren kann. Meiner Ansicht nach das Beste über das Gehirn ist dieses herrlich bunte Buch Faszinierendes Gehirn. Und was ich auch gut finde, ist dieses Buch Das menschliche Gehirn für Dummies. Zwei Bücher, aus denen man viele Dinge lernen kann über dasjenige, was uns in unserem Denken und auch im Fühlen beeinflusst. Über Gehirnforschung zur Religion. Da würde ich empfehlen, auf einer Internetseite nachzuschlagen, nämlich auf der Internetseite der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen. Dort gibt es einen Artikel über das Thema Neurotheologie. Da sind die Forschungen am menschlichen Gehirn über das Thema Religion kurz zusammengefasst. Zusammengefasst jetzt drei Dinge. Der Komplex religiösen Empfindens und Denkens, die WG der Religionen, ist größer als die Religion, zu der sich der einzelne Mensch bekennen mag. Der Versuch, ihn spezifisch einer Region im Gehirn zuzuweisen, ist als gescheitert anzusehen. Auch der erste Versuch, ihn in den Schläfenlappen beheimatet zu sehen, ist als gescheitert anzusehen. Das religiöse Empfinden und Denken ist in der polyzentrischen Struktur des Gehirns vielfältig verankert. Danke fürs Zuhören und bis dann beim nächsten Video.